Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal wieder mit einer Fan-Challenge. Diesmal wieder mit diesem neuen Kommentieren-Format, was wir mal ausprobieren. Mal schauen, ob es euch gefallen wird. Ansonsten, wie immer, Fan-Challenge. Könnt ihr uns herausfordern. Gewinner kriegt 5 Euro Gutschein. Dank Yu-Gi-Oh! Card Market. Schaut's bei denen vorbei. Und heute haben wir wieder Nico. Er hat mit seinem Blue Eyes Deck uns vertreten. Und mal schauen, wie er sich schlagen wird. Ja, servus Jungs. Ja, Nico, sein zweites Match mit seinem Blue Eyes. Gegner fängt an, hat gewonnen. Schauen wir, was passiert, was der Gegner ausspielt. Okay, 3 Set, er gibt ab. Wie gesagt, spielt kein Twin Sister, ne? Also Schon mal gleich tot, ja. Okay, Nico spielt, wer ist denn das da? Der Stein, der neue. Okay, der neue Stein. Mein Gegner kennt die Karte noch nicht, ne? Muss alles lesen. Das ist eigentlich mal ein Vorteil, wenn die Leute die Karte nicht kennen. Ja, wir werden mal sehen, ob es überhaupt ein Vorteil für dich war. Okay, Nico macht den Priester ab, um ein blauäugiges Monster zu beschwören. Jetzt beschwöre ich den neuen Drachen. Kann eine Spell oder Trap kann ich banishen jetzt. Ja. Und man sieht, er hat Warning nicht aktiviert. Er hätte zuvor Warning aktivieren müssen. Hat es nicht vorher aktiviert, so konnte ich, sag ich mal, die wegmachen. Ne? Okay, jetzt kassiere ich einen Space auf die Ravine. Aber dafür gibt es jetzt einen saftigen Soul Charge. Schauen wir mal, ob er wieder Bottomless hat. Was ist das? Wow, bist du? Kann mir jetzt noch einen Effektwähler holen. Sag ich mal, um sicher zu gehen. Ne? Jetzt synchronisiere ich zu dem neuen White Spirit Dragon. Ja. Genau. Opfer ihn für Michael. Mach Michael Effekt, zahl 1000, mach Call weg. Ja, schon ein gutes Feld hingebracht jetzt, ne? Ja. Wegen Soul Charge, ne? Ja, genau. Also das Deck spielt ja, sag ich mal, hauptsächlich auf Soul Charge. Jetzt habe ich den neuen Crystal Wing rausgebracht, Wolkenschloss. Aber jetzt kann ich noch eine Handkarte wegnehmen. Genau. Also man sieht, das Deck ist explosiv. Ja, Gegner gleich gequittet, ja. Erster Sieg. Erste Runde ging an Nico, ja, mit einem wirklich guten Start, ja, beide Seiten. Und der Fan fängt wieder an. Du weißt immer noch nicht, was er spielt. Genau, er aktiviert jetzt Ding. Ah, okay, er spielt Fire King Cosmo. Genau, schauen wir mal jetzt, wie explosiv das Deck ist, wenn es anfängt, ne? Ja. Was hast du dann geboardet? Und du wusstest nicht, was er spielt, oder? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich, ich schätze mal, ich habe Twin Twister geboardet. Okay. Ja. Okay, der Gegner spielt ganz normale, er spielt nicht die Viking Combo, die wir da wirklich haben, sondern einfach nur auf Destroyer, holt Tinken in Endphase. Also holt Tinken, macht Effekt Endphase und eine Set, ja. Nico ist dran. So, er hat ja Slip Rider jetzt auf der Hand, sag ich mal. Ich spiele ja keine Backrows im Prinzip, ich spiele ja nur im... Genau, jetzt holt das... Jetzt habe ich Twister gemacht, genau. Habe Viking Island zerstört und glaube Warning war das, ne? Nee, Warning. Oder Strike war das, Strike oder Warning, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall Gegner spielt, holt Wicked Witch, Nico eine Set. Aktiviert Space, hat er wohl gewartet, greift mit Yaksha und Wicked Witch direkt an. Beat down, Nico Shrek. Und ja. Dann kommt noch Lady hinterher. Und ja, Nico gibt gleich auf, er hatte zwar 4 Handkarten, anscheinend konnte er nichts damit anfangen. Ja, anscheinend gebreakt. Ja. Und hat verloren, hat gleich jetzt geht's ab in die dritte Runde. Ja, er hatte ja auch Lady auf dem Feld, ja. Kann sein, dass ich da dann vielleicht nichts mehr machen konnte, weil er einfach negieren konnte. Ne? Ja. Er, Chef sagt auch totgezogen und Nico sagt Soul Charge und 2 Trade-In. Ja, aber Soul Charge, zu viel Schaden und Trade-In nichts zum Abwehren. Okay, Nico fängt an. Wer ist das jetzt? Der Priester, kann ich mir einen Tuner Level 1 Licht holen. Okay. Ja. Also zum Beispiel Wailer oder die Steine. Jetzt habe ich mir den neuen Stein geholt. Jetzt kann ich ihn abwerfen, 2 ziehen. Hast du Fall? Ja. Wir haben nichts gehört, Mann. Das ist jetzt das Problem. Hätte man jetzt einen Alternative Dragon, könnte man den, sag ich mal, einfach rausbringen. Könnte gleich zu Level 9 machen, aber so ist es schwer, jetzt, sag ich mal, ein Blue Eyes Monster Level 8 da rauszubekommen. So ist es. Der fehlt einfach dem Deck. Und gibt dir mehr Konstanz einfach. Ja. Und wie ihr auch sehen könnt, hier, wir spielen auf Duo Network auch ohne Bilder. Ja, auch richtig schwer von uns zu sehen, welche Karte welche ist. Ja? Also zumindest von den neuen Karten jetzt. Das hat sich schon rumgesprochen, Max C gegen mein Deck, ne? Schon wieder. Ja, Max C ist halt einfach jetzt im Main. Spielt jeder Main fast oder zumindest im Side.
Nico aktiviert wieder seine Tech-Karte, Soul Charge für 3. Ja, wobei Soul Charge ist nicht die Tech-Karte, sondern der Left Arm Offering. Ne? Ja. Genau, und jetzt habe ich White Spirit Dragon draußen. Und jetzt Endphase kommt der Blue Eyes. Gutes Feld eigentlich für Nico. Aber er hat, sag ich mal, durch Maxiat einiges gezogen. Ja. Schauen wir mal, ja. Er spielt Wicked Good Witch, holt, macht Effekt, kommt Destroyer, jetzt kommt, macht Nico Effekt von Spirit Dragon, holt den Azur Dragon, sprich seine Monster, seine Drachen sind, können nicht getargetet werden. Genau, im Kampf können die zerstört werden. Die, sag ich mal, die Level 1 sind leider Spellcaster, die sind keine Drachen, also die können nicht beschützt werden. Okay, Gegner macht 3 Set, aktiviert in der Draw Phase Cosmojo. Cosmojo zielt leider nicht, ja. Das heißt, die Drachen sind nicht geschützt. Okay. Und jetzt aktiviert noch Spell Fragrance. Oh, die ist heftig gegen, also wenn die liegt, ich spiele ja, sag ich mal, sehr viele Zauberkarten. Und, das heißt, du musst immer eine Runde warten eigentlich, ne? Ja, genau. Okay, was machst du jetzt, Nico? Jetzt habe ich nochmal auf den Level 9er synchronisiert. Ja. Auf den Geisterdrachen greife Wicked Witch an. Okay, der Gegner macht natürlich Effekt und jetzt macht Nico natürlich 3 Set, ja. Weil er natürlich nichts aktivieren konnte. Genau. Ja. Gegner spielt Strawman. Macht Effekt. Strawman holt sich natürlich Destroyer. Destroyer Angriff. Nein, Schmarrn. Effekt vom Spirit Dragon. Dann kommt wieder der Azur. Genau, der hat 3000 Defense. Destroyer kommt nicht durch. Ja. Er spielt wahrscheinlich Cosmoton verdeckt, ne? Endphase holt er sich Tinker mit dem zerstörten Dark Destroyer. Genau. Jetzt schauen wir mal, was er auf die Hand bekommt durch Tinken. Kriegt Lady auf die Hand und entfernt gleich Tinken und Lady kommt aufs Feld. Genau. Schauen wir mal, was der Nico da jetzt verdeckt hat. Jetzt kommt der Effekt in der Standby-Phase, kann ich dem Blue Eyes White Dragon speziell beschwören. Er hat Lady gemacht, kann ihn aber natürlich nicht zerstören, den Azur Dragon, aber hat halt negiert, dass kein Blue Eyes speziell beschworen wird. Ist ein bisschen Draw für Nico, aktiviert Trade-In. Schauen wir mal, was passiert. Ja, es ist eigentlich geil mal so, also enges Match eigentlich, ne? Ja. Aber, sag ich mal, auf der Schwebe, weil Cosmo kann immer ein OTK raushauen. Ja. Und jetzt muss ich irgendwie reagieren, sag ich mal, um seine Monster wegzubekommen. Nico greift den Strawman an, 2000 Schaden, dann Set, 2 Set und noch seine Rewind Set. Genau. Jetzt holt er sich mit Cosmotown wieder Monster, spielt Tinken, Battleface, Dark Destroyer. Ja. Ja. Und Gegner hat gewonnen. Ja, krasses Feld einfach. Also, ja. Also ich würde sagen, ausschlaggebend war bei dem Duell Max C. Also Max C war schon, ist gegen das Deck, gegen das Blue Eyes Deck, ist es tödlich. Ja, und ja, also da hat er einiges an Karten gezogen und der Spiegel natürlich, der war natürlich auch du meinst Anti-Spell-Spell-Spell und so. Genau, der hat dann natürlich auch reingehauen, ja. Und man konnte sehen, es war nicht so, sag ich mal, also es war schon ein bisschen knapp. Ich sag mal, hätte er den Max 10 nicht gehabt, hätte ich ihm schon ein gutes Feld gegeben, hätte nicht nachgezogen, dann weiß ich nicht, ob er gewonnen hätte. Aber ja, ansonsten hat wieder Spaß gemacht, mit dem Deck zu spielen. Ja, und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessantes Deck, das Blue Eyes. Ja, baut es nach, spielt es, ja, und zeigt mal Nico, wie man damit gewinnen kann, ja. Nein, ja, das war's von uns. Schreibt einfach in die Kommentare, ob euch das Duell gefallen hat. Und genau, und fordert uns selber heraus, ja, gibt es einen Gutschein vom Card Market. Genau, 5 Euro, wenn ihr gewinnt, gegen uns. Ja, lohnt sich immer. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business. Servus, Jungs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business.